Moin, willkommen in Hamburg an der S-Bahn-Station Elbbrücken. Am 1. September 2024 fanden Fahrten mit dem Museumszug, Baureihe 472, der S-Bahn Hamburg statt. Hier sehen wir den Zug bei der Einfahrt in Hamburg-Harburg. Nächster Halt Neugraben, Endhaltestelle dieser Zug, endet dort. Bitte alle aussteigen. Um 16.52 Uhr fährt der Museumszug dann von Gleis 1, das ist der andere Bahnsteig, wieder zurück in Richtung Altona. Ich wiederhole nochmal. Mit dieser Veranstaltung wurden verschiedene Jubiläen bei der S-Bahn nachgefeiert. Unter anderem das 40-jährige Jubiläum der Indienststellung dieses Triebzugs und das Jubiläum 40 Jahre Gleichstrom-S-Bahn nach Neugraben. Wir fahren hier mit von Neuwiedental nach Neugraben. In Neugraben fährt der Zug ins Kehrgleis. Wir fahren in Richtung Heimfeld. In Heimfeld wurde die Haltestelle modernisiert, aber an den Säulen sind noch ein paar der alten grünen Fliesen zu sehen. Der Zug überquert die Süderelbe. Nachdem der Zug Wilhelmsburg durchquert hat, fahren wir über die Norderelbe. Der Zug ist in den Farben der 1970er und 1980er Jahre restauriert worden, in der zweiten und in der ersten Klasse.
Bis zum Jahr 2000 gab es bei der S-Bahn Hamburg auch die erste Klasse. Der Museumszug verlässt die Station Elbbrücken. Hier kommt der 472 in Sternschanze an. Mit dieser Ausfahrt aus Friedrichsberg sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.